So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yumaniki Part, keine Ahnung, hoffentlich bei der letzte Part. Und ich habe gerade spontan was entschieden, es ist der letzte Part vom Let's Play, um zu zeigen, wo die ganzen Effekte sind und um das Ende zu zeigen, ja. Aber gleichzeitig habe ich mir noch was Schönes für Halloween überlegt, aber davor werde ich was ausprobieren. So, wir gehen nämlich hier, wir gehen auf Effekte, das habe ich gerade eben nämlich gelesen. Und jetzt... Oh, yes! Oh, ja! Oh, ja! Es hat funktioniert! Was für ein schönes Ding! Oh, wie schön! Also, tatsächlich haben wir in der Wüste wieder einen Gooft. Da gibt es nämlich noch viel, viel mehr. Glaubt mir, es gibt viel, viel mehr. Aber davor, wenn wir schon mal dabei sind... Oh ja, ich weiß, dass das in der Schneewelt geht. Also, das war wahrscheinlich nicht die Schneewelt. Nee, das war nicht die Schneewelt. Wir müssen die Wüste finden. Aber zuerst will ich euch noch was zeigen. Das habe ich eben auch eben gerade gelesen. Oh, ist das schön. Bisschen derpy, aber ich finde es schön. Können wir nicht mal rein? Wir konnten ja da eben dann schlafen. Vielleicht von der anderen Seite? Oh, da können wir nicht mehr mit... Oh nein, sag jetzt bloß, wir können... Oh, schade. Vielleicht wenn wir irgendwas... Ja, das macht Sinn, ja. Ja, jetzt können wir... Nu? Wieso können wir das Bett nicht mehr benutzen? Oh nein, können wir das Bett nicht mehr benutzen? Oh nein, das ist schlimm. Ich wollte euch was voll Cooles zeigen. Probieren wir mal was anderes. Gehen wir wieder zurück. Wobei, nein, warte mal. Wir machen nochmal den Glitch. Oder ich zeige euch das im Halloween-Special, wo ich nochmal alle coolen Sachen, die ich im Internet finden konnte, zeigen werde. Okay, ich glaube, das mache ich. Einfach alle coolen Events. Jetzt gerade geht es mir wahrscheinlich... Doch, ich glaube, zuerst wird es mir darum gehen, das Spiel zu beenden. So, ich kann noch was anderes zeigen. Ah ne, warte, das ging ja nicht. Oder? Oh, doch, vielleicht. Bicycle. So. Jetzt sind wir schnell. Lass uns mal noch schneller werden. Oh, wie droppen wir das nochmal? Nee, okay. Wie droppt man nochmal? Ah ja, mit 5, oder? Mit 5 war das da, oder? War das 5? Yep, das war die 5. So. Nehmen wir mal unser Bicycle. Denn laut Quellen. So, jetzt nochmal. Bicycle. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie das ging. Aber ich werde mal gucken, ob ich das noch ungefähr weiß. Jetzt nochmal irgendwie. Nö, okay, dann ging es irgendwie anders. Aber na gut, lass uns mal unser Quadruple-Speed behalten. Und lass uns mal... Wo nochmal? Ah ja, zur Wüste. Oder was auch immer das sein sollte. Oder sein ist tun. Was auch immer. Wo waren die Wüste nochmal? Wie sind wir nochmal hingekommen? Ich glaube, es gab einen Weg durch die Regenwelt. Kann das sein? Wo ist denn hier die Regenwelt? Das war die Schneewelt. Wer weiß, vielleicht finden wir sogar noch ein Bett. Aber wir werden ja sehen. Ah, wir werden diese Dinger so schnell durchhaben. Dann... Ah ja, das war die dunkle Welt. Das war's, okay. Dann gehen wir mal hier vielleicht hoch. Denn es kann sein, dass es doch hier über die dunkle Welt ging. Deswegen, diese Possibility nehme ich mal mit ein. So, dann ist hier der Geist und sollte hier rechts irgendwo da die Tür sein. Nee, da ist der Geist. Der komische, komische Geist. Hm, aber hier ging es auch nicht weiter. Dann gehen wir einfach mal so ein bisschen rum. Und ein bisschen nach oben, hier beim Geist, noch mal ein bisschen nach oben. Weil ich weiß, dass da war die Tür. Ja, hier war sie. So, irgendwo
Irgendwo hier muss es gewesen sein. Also, ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo hier ist ein Durchgang. Ich glaube, hier waren wir sogar schon bei dieser. Aber ich... Oh doch, hier ist ein Durchgang. Ah, vielleicht ist hier was. Denn wir haben eine Sache komplett übersehen. Wir haben eine Gegend komplett außer Acht gelassen, weil natürlich, wir wussten ja nicht, dass sie existiert. Also ihr wusstet das vielleicht, weil ihr ganz cool seid. Aber ich, Plepp, wusste natürlich nicht, dass es ein Ding ist. Und deswegen mache ich jetzt hier noch ein bisschen extra Arbeit. Wie geht's denn hier lang? Ist ja eine Riesengegend hier. Okay, du bist was. Aber ja, die Gegend ist auf jeden Fall neu. Ich kenne sie zumindest noch nicht. Ah, oh, es ist schön mit diesem Mega-Speed. Keine Angst, ich werde das auch ausmachen, wenn ich das nicht mehr haben, brauchen tue. Oder wenn es gerade sich anbietet, dass es besser ist ohne. Meine Güte, loopt sich das unendlich? Es gibt mir auch ein bisschen Augenschmerzen, wenn ich hier gerade so sehe, wie sich die Texturen drehen und wiederholen und alles machen. Ich glaube, das loopt sich tatsächlich. Weil wir kämen hier wirklich an irgendein Ende, wenn wir das. Wenn es sich nicht loopen. Boah, wobei? Die haben wir auch nicht gesehen. Vielleicht ist es ja zufallsgeneriert. So wie viele Sachen hier in dem Spiel. Wie ich gemerkt habe. Nee, da waren wir. Okay. Dann gehen wir mal. Machen wir die Taktik wie eben. Jetzt können wir uns das ja leisten, nicht wahr, Freunde? Eva, hier irgendwo muss irgendwas sein. Das ist eine bizarre Formation, aber okay. Und die haben Augen. Die sind ein bisschen anders. Okay. Oh, hier kämen wir auf. Okay, wir hätten einfach nur weiter nach oben gehen müssen. Alles klar. Ah, hier geht's weiter. Oh ja, das ist alles auf jeden Fall neu für mich. Das ist für mich alles Neuland. Wo geht's denn da oben hin? Das ist kein Problem für uns, diese Treppe. Denn wir sind mega, wie auch immer sie heißt. Denn wir laufen schnell. Schnell sein ist unsere Spezialität. Da sind auch solche Treppen kein Problem. Rufen Sie jetzt an und werden Sie auch so schnell. Ja, das habe ich in einem Screenshot gesehen. Ah, wir sind so schnell. Hallöchen, wer bist du denn? Okay. Hallöchen, wer bist du? Oh ja, können wir uns hinsetzen? Vielleicht, ja, aber... Hallöchen, wer bist du? Okay, wir sind sowieso ein... Oder so. Ja, ist auch... Können wir das nochmal machen? Vielleicht, wenn wir... Moment. Wir setzen jetzt. Ne, wir können dann nicht ins Menü gehen. Okay. Wir holen unser Bicycle. Jetzt sind wir ein bisschen langsamer, aber was soll's, wir sind in der neuen Gegend. Wir wollen doch die neue Gegend genießen, also, ne? Gucken wir mal. Wo ist denn der Typ jetzt? Weil ich habe eine Vermutung. Huch, wo bist du denn? Kein Grund, so schüchtern zu sein. Komm raus, ich werde dir nicht wehtun. Ich werde nochmal ganz kurz. So, und... wo ist denn der jetzt? Ah, da ist er. Na du? Stop! Hammer time! Aber du machst nichts. Alles klar, dann, oh, vielleicht... Aha! Na gut. Vielleicht haben wir ihn noch aufgegessen. Auch wenn ich gerade nicht fett equipped habe. Also, einfach mal weiter. Was ist das? Oh, wer seid ihr? Ah. Die Stadt. Dieses Mal im Dunkeln. Oh, vielleicht kann ich hier was zeigen. Funktioniert das hier? Nö. Guck mal, ich bin eine Hexe. So, wieder zurück zum Bicycle. Ja, das sind drei Freunde, die sich das da gerade gemütlich angucken. Lampe! Bringt mir nichts!
Nett. Dann halt mit dem Bicycle. Musikvergleiser. Und wir können nicht durch die Blumen. Das ist okay. Das bin übrigens ich. Oh. Tja, und ab hier ist wieder ein Teil der Aufnahme kaputt gegangen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe es jetzt einfach nochmal aufnehmen lassen vom Programm. Und jetzt lasse ich es einfach mal hier abspielen. Und ich will wahrscheinlich da sowieso was wegschneiden. Von daher ist, glaube ich, nicht so schlimm. Nett. Und die anderen Blumen machen das gleiche? Okay, die machen alle dasselbe. Okay, das ist ganz nett, ja. In der Tat. Weiter können wir nicht, okay. Und ich dachte, hier kommt irgendwas Gruseliges, gruselig und ja, ich bin. Das ist anders. Oh. Die Ghost Zone. Fast übrigens der richtige Name. Wo bist du denn? Das Kelloggs-Zeichen oder was? Nur in blau. Das war doch rot, oder? Keine Ahnung. Was bist du? Keine Ahnung. Du hast dich versteckt. Sei nicht so schüchtern. Okay. Ja, ich habe das auch in einem Screenshot gesehen. Aber ich bin mir sicher, hier kommen wir auch irgendwo hin. Wir sind hier nicht ohne Grund. Vermute ich zumindest mal. Wir brauchen irgendeinen Anhaltspunkt. Doch, das kenne ich doch. Hier, ja, okay. Das ist unser Anhaltspunkt, diese schräge Wand. Dann erkunden wir mal jetzt wieder. Systematisch geht hier leider nicht. Weil die Welt sich denkt, nö, stell ich dir noch mal eine Blockade in den Weg. Okay, hier ist das Kelloggs-Zeichen. Das Kelloggs-Zeichen soll unser Wegweiser sein. Wer weiß, vielleicht finden wir was. Hier ist das lange Ding, hier ist das. Hier ist eine Koralle oder so. Oh, vielleicht gehen wir mal von hier aus weiter nach unten. So, dass wir ungefähr auf derselben Linie sind. Nur damit da noch ein anderes Kelloggs-Zeichen ist. Okay. Dann gehen wir noch weiter unten. We need to go deeper. Obwohl, ich glaube, hier war ich schon beim schrägen Ding. Oh, hier ist was. Hallöchen. Okay, nee, da, von da sind wir gekommen. Alles klar. Dann gehen wir mal hier ein bisschen weiter unten. Denn hier war keine lange schräge Wand. Unten ist alles okay. So, was haben wir denn hier alles? Denn ich weiß, dass wir hier einen Effekt bekommen. Jetzt weiß ich das auf jeden Fall. Na? Effekt? Effektgeber, wo bist du denn? Komm raus, wo immer du bist. Na, wo bist du denn? Welchen Effekt haben wir hier nochmal bekommen? Welchen Effekt werden wir hier bekommen? Das frage ich mich hier gerade. Ist es überhaupt die richtige Map? Ich werde langsam ein bisschen müde. Okay, ab da sind wir einfach nur wieder oben. Dann gehen wir nochmal ein bisschen tiefer. Und bleiben auch die. Oh, du bist neu. Aber du machst nichts. Denn du bist nicht würdig, ein interaktiver NPC zu sein. Denn du bist nur ein verkrümmtes Kelloggs-Zeichen. Sonst noch irgendwas hier? Oh, da ist was. Oder haben wir schon eine Runde gemacht? Ich glaube, das soll heißen, wir haben schon eine Runde gemacht.
Dann werden wir doch mal ein bisschen weiter hier nach unten gehen. Ich weiß ja gar nicht, wie groß die Map ist, aber die scheint schon ziemlich groß zu sein. Hoffen wir mal, dass ich nicht zu viel zur Seite gehen muss. Denn das verwirrt. Und ich habe hier kein Zeichen. Dich kennen wir doch. Oh ja, und diese Wand auch. Aber was gibt es hier dann? Was gibt es hier sonst noch außer Spooky Ghosts? Oder ist das noch eine lange Wand? Ach, typisch Spiel. Setzt uns vor allerlei Herausforderungen. Und meine Tastatur springt gerade wieder ein bisschen rum. Auch nett. Okay. Das K wie Kellogg's. Hangen wir uns einfach mal an der Wand hier lang. Gehen wir mal um die Wand rum. Gehen wir weiter an der Wand lang. Gehen wir die Wand weiter entlang zur nächsten Wand. Und von dort aus wieder zur nächsten Wand. Und du bist das Schüchterne. Kellogg-Zeichen oder so. Das Kellogg's K. Das Kaka machen. Das Kaka machen der Kellogg's K. Oder so. Da fällt mir ein. Wir können damit einige Charaktere anlocken. Das habe ich da auch gelesen. Aber ich weiß nicht, ob uns das hier viel nützen wird. Denn wie wir sehen können, ist hier nichts. Bis auf diese drei komischen Korallen. Die aussehen wie ein K, wie ein Y, ein umgedrehtes. Oder ein Lambda. Auch ein spiegelverkehrtes auch. Und ein H. Bist du ein H? Nee, du bist das K. Irgendwo muss der doch sein. Du siehst aus wie eine Koralle einfach nur. Hier war aber irgendwas, auf jeden Fall, das weiß ich. Nur wo weiß ich gerade nicht. Ist hier was Verstecktes? Nee. Ha, da haben wir es. Triangle Handkerchief. So. Nee, Triangle Kerchief. Where Triangle Kerchief? Okay. Ich bin ein Geist. Zeit für die Bone Zone. Oder die Ghost Zone, besser gesagt. Teil den Spook zu hitten. Denn bei den untoten Wesen der Nacht, der Geisterwelt, da hitten wir nicht die Gym, da hitten wir die Spook Zone. Oder die Spooks, oder die Spooker, oder die Spim. Jetzt sehen wir nur noch die Dinger. Ich bin ein Geist. Guck mich an, ich hab nur ein Auge. Okay, wo ist der Ausgang? Denn hier werden wir nicht mehr gebraucht. Ah, endlich, da ist der Ausgang. Okay, hoffen wir mal, dass wir auch zum Ausgang können. Wenn wir einfach nur das gleich wie eben machen. Ah ja, die Musik hat sich geändert. Dürfen wir jetzt zum anderen? Ja. Puh, das war eine Fahrt. Übrigens, ja, das. Wie heißt das mal? Das Event, das ich verringern wollte. Oh, 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 die wollen zu mir jetzt. Okay. Nee, ich wollte was anderes. Aber wie ihr sehen könnt, Katze heißt, alle wollen zu mir. Was auch gar nicht so verkehrt ist. Denn Katze ist. Moment mal, wir haben das doch irgendwie schon mal gemacht. Haben wir das nicht hier gemacht? Irgendwas sagt mir, wenn wir hier, als wir hier waren. Nee, da können wir das nicht mehr machen. Ich habe gelesen, dass hier eigentlich ein Event passieren sollte, wenn wir das machen. Vielleicht muss man an einer ganz bestimmten Stelle stehen.
Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Angeblich sollten wir doch hier auch irgendwie einen Effekt bekommen. So stand es da, glaube ich. Vielleicht müssen wir mit dem guten Ding hier irgendwas machen. Was ist denn jetzt? Da ist er, da er versteckt. Okay, vielleicht gehen wir einfach ein bisschen durch. Hallo? Nee. Hallo? Nee. Ja? Jetzt bist du schon wieder weg. Da hat sich weggespukt. Oh, vielleicht mit unserem neuen Effekt. Nee. Mit dem Bicycle vielleicht? Oh, warte mal. Nee, es gab, glaube ich, noch... Gab es noch irgendwas in der Wüste? Es kann sein, dass es noch was in der Wüste gab. Ich werde es mir mal angucken. Wobei, ich suche einfach nochmal die Wüste. Ich schneide einfach mal bis dahin. Wo haben wir hier? Eine Macht der Hand! Ich schneide bis dahin und mache wieder meinen Quadruppel Super Speed.